Ich möchte gleich mit einer kleinen Eigenwerbung beginnen. Zusammen mit dem schon erwähnten Manfred Dahlmann gebe ich ja die Zeitschrift Sans Phrase heraus seit einiger Zeit, besser gesagt seit einem halben Jahr etwa. Da ist nämlich die erste Nummer erschienen. Ich habe drei Exemplare mitgebracht. Wie man sieht, das ist eine etwas umfangreichere Zeitschrift, was die einzelnen Hefte betrifft. Und das zweite Heft befindet sich bereits in Druck, konnte ich leider noch nicht mitnehmen. Es wird etwa auch so umfangreich sein wie das erste Heft. Es erscheinen jeweils zwei Hefte im Jahr. Die Palette der Themen ist sehr breit. Es gibt einerseits sehr viele Beiträge zu aktuellen Themen, also etwa zur Eurokrise, zur Frage der Souveränität in Europa, zur Entwicklung in Ungarn, sehr vieles auch über die Bedrohung Israels in jedem Heft. Und andererseits gibt es auch philosophische Themen im engeren Sinn, sehr viele Beiträge auch zu ästhetischen Fragen. Und hier ist die Verwandtschaft mit den Fragestellungen dieser Veranstaltungsreihe sehr groß. Also Beiträge, Essays zu Adorno einerseits, aber eben auch manches zu Sartre. Etwa im Heft Nummer 1 ein Beitrag von Manfred Dahlmann über die Begriffe Autonomie, Freiheit und Engagement. Und wenn ich zusammenfassen möchte, was uns so antreibt, was uns da beschäftigt, was unsere Motive sind, dann würde ich sagen, es geht uns darum, mit einiger Ernsthaftigkeit darauf zu dringen, dass die Begriffe bestimmt werden müssen, dass man dem Jargon, der sich überall so leicht einschleicht, etwas entgegensetzt. Also zum Beispiel in dem Beitrag, von dem erwähnten Beitrag von Manfred Dahlmann, geht es darum, darauf hinzuweisen, dass der Engagementbegriff natürlich völlig im Jargon der Linken untergegangen ist. Das heißt, es käme darauf an, sich wieder zu fragen, was eigentlich Engagement bei Sartre heißt, dass damit nicht politisches Engagement gemeint ist im Sinne der Vorstellungen der deutschen Linken, sondern dass damit gemeint ist, wie das schon Marx ausgedrückt hat, dass das Individuum kein außerhalb der Welt hockendes Wesen sein kann, dass es so oder so engagiert ist, dass es davon gar nicht absehen kann, im Grunde engagiert zu sein, dass es involviert ist, einfach in die Konflikte, in die Auseinandersetzungen innerhalb der Gesellschaft. Oder der Beitrag von Christian Thalmeier im ersten Heft. Der weist zum Beispiel darauf hin, dass auch so ein Begriff wie das automatische Subjekt des Kapitals von Karl Marx, dass auch sogar ein solcher Begriff zum Jargon werden kann, nämlich wenn er einfach nur so nonchalant verwendet wird, wenn einfach das verloren geht, was mit diesem Begriff einmal bei Marx intendiert war, nämlich die Ungeheuerlichkeit zur Sprache zu bringen, die darin besteht, dass eine ganze Gesellschaft nach dem Gesetz des Kapitals funktioniert. Diese Ungeheuerlichkeit, die geht natürlich verloren, wenn man diese Wortprägung, diese Formulierung vom automatischen Subjekt des Kapitals einfach so verwendet mit einer Selbstverständlichkeit. Und die Ungeheuerlichkeit kann einem ja nur dann bewusst werden, wenn man noch einen Begriff hat vom Subjekt, nicht? Also vom nicht automatischen Subjekt. Nur dann kann man eigentlich begreifen, was mit dem automatischen Subjekt Kapital bei Marx gemeint ist. Wenn man aber diesen Begriff vom Subjekt, vom nicht automatischen Subjekt, etwa durch poststrukturalistische Ideologien drangegeben hat, nicht, wenn man den nicht mehr hat, haben will, dann verliert man natürlich auch die Formulierung des automatischen Subjekts des Kapitals an den Jargon. Mit einem Wort, kein Begriff ist davor gefeit, zum Jargon zu werden, zum Bestandteil eines Jargons zu werden. Auch nicht der Freiheitsbegriff, schon gar nicht der Freiheitsbegriff und auch nicht der Begriff der Erfahrung, obwohl der doch etwas zu bezeichnen sucht, was dem Jargon prinzipiell widerspricht. Und damit bin ich bei meinem Thema. Mir wird es ja jetzt darum gehen, den Versuch zu unternehmen, den Erfahrungsbegriff zu bestimmen, ausgehend von Überlegungen von Adorno, vor allem von frühen Überlegungen eigentlich aus seinem Kierkegaard-Buch.
zunächst aber etwas aus dem Jargon der Dialektik, also einem späten Buch von Adorno, wo er bereits so etwas formuliert in der Richtung, dass eigentlich alles zum Jargon werden kann. Also nicht nur der Jargon der Eigentlichkeit richtet sich ja gegen den Heidegger-Jargon der 50er und 60er Jahre, wie er da dominant war in der deutschen Öffentlichkeit. Aber im Grunde finden sich in dieser Auseinandersetzung mit dem Heidegger-Jargon bei Adorno auch allgemeine Bestimmungen dessen, was der Jargon ist. Und da heißt es etwa, entscheidend ist, ob das Wort in dem Tonfall geschrieben wird, indem es sich als transzendent gegenüber der eigenen Bedeutung setzt, ob die einzelnen Worte aufgeladen werden auf Kosten von Satzurteil Gedachten. Und demgemäß könnte man hier anschließen, ist vor dem Jargon nicht schon sicher, wer das Wort einfach aus dem Wortschatz verbannt, wer das Wort gewissermaßen verdammt, nicht so im Sinne der Political Correctness, dass man diese Worte einfach nicht mehr verwendet, weil sie Teil des Jargons waren. Auch diese Verwerfung, die den schlechten Ruf des Ausdrucks geltend machen möchte, auch eine solche Verwerfung lässt die erschlichene Transzendenz unangetastet. Und Negativität, die einfach nur die Jargonwörter ausgrenzt, wird dann zur bloßen Geste. Kritik wird zum Geschmack für die richtigen Worte. Wiederum auf Kosten von Satz, Urteil und Gedachten, weil letztlich ja nur die Anstrengung des Begriffs, die Arbeit an der Bestimmung des Begriffs aus dem Jargon herauszuführen vermag. Und darum ist es, denke ich, auch kein Zufall, dass Adorno diese Studie über den Jargon der Eigentlichkeit in engstem Zusammenhang mit dem philosophischen Hauptwerk der 60er Jahre geschrieben hat, nämlich in engstem Zusammenhang mit der negativen Dialektik. Der Jargon der Eigentlichkeit sollte ursprünglich sogar ein Kapitel dieses Buches sein. Umgekehrt ist es aber auch nicht möglich, in der Bildung des Begriffs, in der Bestimmung des Begriffs so zu tun, als gäbe es den Jargon nicht und zu ignorieren, was dieser Jargon dem Wort selbst angetan hat, als ließ es sich gedeckt von reiner, jedem alltäglichen Gebrauch gesäuberter Theorie das Wort noch in aller Unschuld verwenden. Vielmehr muss, was vom Jargon aufs Wort abfärbte, selbst noch eingehen in die Bestimmung des Begriffs. Das heißt, es muss hier der Jargon selbst reflektiert werden und entsprechende Bestimmungen gesetzt werden im Begriff selber, um dieses Abgleiten in den Jargon zu verhindern. Und das leistet bei Adorno, was den Begriff der Erfahrung betrifft, vor allem das Epitheton der ungegängelten Erfahrung, das Epitheton des Ungegängelten, des Unreglementierten. Das Wort Erfahrung wird also bei Adorno sehr oft in diesem Zusammenhang ausgesprochen. Man muss sich fragen, warum ist da immer von unreglementierter und ungegängelter Erfahrung die Rede? Ich denke, damit ist nicht einfach nur der Erfahrungsbegriff unterstrichen oder betont. Und es wird nicht nur einfach die Spontanität, die Erfahrung haben soll und haben muss, herausgestrichen. Es wird einerseits dem kantischen Begriff als philosophischem Reglement des Intelligiblen widersprochen. Also da wird ein eindeutiger Akzent gesetzt, sozusagen gegen dieses philosophische Reglement des Intelligiblen, gegen die Auslöschung des einzelmenschlichen Bewusstseins im Namen des Transzendentalsubjekts. Andererseits aber auch, und das möchte ich hervorheben, andererseits wird der genau entgegengesetzten Vorstellung widersprochen, wonach Erfahrung einfach in der Spontanität des Einzelnen aufginge, wonach Erfahrung einfach nichts anderes wäre als diese Spontanität. Sodass sie also Kraft ihres Ursprungs im Leibhaften des Individuums gegenüber der Gängelung durch das Abstrakte schon autonom wäre. Also in diesen beiden Richtungen gewissermaßen ist der Widerspruch artikuliert, wenn Adorno spricht von unreglementierter oder ungegängelter Erfahrung. Einerseits gegen die Auflösung der Erfahrung in bloße Spontanität und andererseits gegenüber Erfahrung als einem Begriff des Intelligiblen, völlig losgelöst vom Leibhaften. Ein Erfahrungsbegriff im Sinne des kantischen Transzendentalsubjekts. So spontan sie sei, die Erfahrung, sie setzt immer schon voraus, dass ein Bewusstsein da sein muss, sie auch zu machen.
und zwar im Angesicht des Reglements, im Angesicht des Abstrakten. Der Begriff Erfahrung reflektiert damit auf die, und hier zitiere ich Adorno, und zwar aus dem sehr wichtigen Aufsatz, den ich immer wieder nur empfehlen kann, zu Subjekt und Objekt, ein später Text nach der negativen Dialektik entstanden. Der Begriff Erfahrung reflektiert damit auf die Vorgängigkeit der von den einzelnen Menschen und ihrem Verhältnis abgelösten, abstrakt-rationalen Beziehungen, die am Tausch ihr Modell haben. Diese Vorgängigkeit muss also reflektiert werden, nur dann kann man überhaupt von Erfahrung sprechen. Ansonsten kann man ja auch von Erlebnis sprechen, nicht? Aber Erfahrung beinhaltet immer schon diese Reflexion auf die Vorgängigkeit der von den einzelnen Menschen und ihrem Verhältnis abgelösten abstrakt-rationalen Beziehungen. Gerade in dieser Vorgängigkeit dürfen aber die abstrakt-rationalen Beziehungen im Alltag nicht bewusst werden. Soll der Tausch und damit die Verwertung des Werts reibungslos funktionieren? Das ist auch herauszuhören an der Formulierung von Adorno, dass also Erfahrung bedeutet, dass man gerade diese Verdrängung gewissermaßen, die im Alltag stattfindet, die muss durchbrochen werden, wenn es denn Erfahrung sein soll und nicht bloß das fetischisierende Alltagsbewusstsein. Im Alltag eben, in diesem fetischisierenden Alltagsbewusstsein, darf die Vorgängigkeit selbst keine Rolle spielen, soll der Tausch und damit die Verwertung des Werts reibungslos funktionieren. Und so hat Erfahrung in gewisser Weise auch noch ihre eigene Unmöglichkeit zu reflektieren, die ständige Verdrängung sozusagen dessen, dass alles beherrscht wird von den abstrakt-rationalen Beziehungen in der Gesellschaft, damit erkennbar wird, also diese Verdrängung muss durchbrochen werden, damit erkennbar wird, dass jenes abstrakt gesellschaftliche Allgemeine, das alle meine Vorstellungen muss begleiten können, wie das Kant ausgedrückt hat, und in all meinen Tätigkeiten sich reproduzieren kann, wie Karl Marx das nennt, dass jenes abstrakt gesellschaftliche Allgemeine fassbar wird, Kraft dessen, was in der Allgemeinheit nicht aufgeht. Und dieses der Allgemeinheit sich irgendwie widersetzende, das wird ja von Adorno sehr oft als das Nicht-Identische bezeichnet, während das abstrakt gesellschaftliche Allgemeine alles festlegen möchte auf die pure Identität, auf das Identitätsprinzip, mit der Kritik der politischen Ökonomie gesprochen, auf den Wert. Und so sagt dann Adorno in der negativen Dialektik, anders als in der Bewegung einzelmenschlichen Bewusstseins lässt Allgemeines vom Subjekt überhaupt nicht sich ergreifen. Und das ist wieder deutlich gegen das kantische Transzendentalsubjekt gerichtet und natürlich auch gegen den hegelischen Geistbegriff, das ist ohnehin deutlich, indem Adorno hier rekurriert auf die Bewegung des einzelmenschlichen Bewusstseins. Und allein indem diese Differenz festgehalten wird zwischen der Vorgängigkeit gesellschaftlicher Kategorien, der abstrakt-rationalen Beziehungen und dem einzelmenschlichen Bewusstsein, indem diese Differenz festgehalten wird, hofft kritische Theorie dem ontologisierenden Denken zu entgehen. Denn das Verhältnis zwischen dem Bewusstsein des Einzelnen und den ihm vorgegebenen Bewusstseinsformen, den Denkformen, wie man mit Sohn Rethel auch sagen kann, das Verhältnis zwischen dem einzelmenschlichen Bewusstsein und den gesellschaftlichen Denkformen ist eben nicht als ein ein für alle Mal festgelegtes bestimmbar. Adorno spricht eben explizit in dem Zitat, das ich gebracht habe, von Bewegung, von der Bewegung des einzelmenschlichen Bewusstseins. Und in diesem Begriff, denke ich, ist Freiheit mitgedacht, auch ohne ausdrücklich zur Sprache zu kommen. Ein versierter Strukturalist könnte nun freilich auch diesen Satz, dass anders als in der Bewegung des einzelmenschlichen Bewusstseins Allgemeines sich überhaupt nicht erfassen lässt, ein versierter Strukturalist könnte diesen Satz noch demgemäß deuten, dass die Bewegung des einzelmenschlichen Bewusstseins in letzter Instanz von der quasi naturgesetzlichen Notwendigkeit eines Vorgängigen abzuleiten wäre
Und ein philosophierender Naturwissenschaftler würde darüber hinaus die Wahrscheinlichkeit dieser Notwendigkeit taxieren wollen, sodass insgesamt die Meinung als Wahrheit ausgegeben werden kann, wonach es nur verschiedene Ebenen von Determinationen gäbe, aber letztlich Subspecies Aeternitatis sei alles doch nur vorgegeben. Vor dieser Vereinnahmung, die ebenso den Erkenntnissen von Karl Marx und Sigmund Freud jederzeit droht, sobald sie in den Positivismus integriert werden sollen. Vor dieser Vereinnahmung ist kritische Theorie im Besonderen eben durch diesen schon in seiner Doppeldeutigkeit angedeuteten Begriff von Erfahrung gefeit, der die Bewegung des einzelmenschlichen Bewusstseins auf den Leib des Einzelnen ebenso bezieht, wie aber auch verhindert, aus diesem Leib sie zu deduzieren, sie einfach abzuleiten. Das wäre ja dann der falsche Materialismus, nicht, dass man die Bewegung des einzelmenschlichen Bewusstseins einfach aus dem materiellen Leib des Einzelnen ableiten möchte. Darum geht es eben nicht. Und trotzdem muss der Zusammenhang zwischen dem einzelmenschlichen Bewusstsein und der Einzelheit des Leibes festgehalten werden. Erfahrung ist an den Leib gebunden und dennoch gibt es keine Leiberfahrung, es sei denn in der Waldorfpädagogik. Nur die Erfahrung, dass etwas sich den immer neuen Syntheseversuchen des Bewusstseins widersetzt und damit überhaupt die Differenz zu dem, was vorgängig ist, ermöglicht den Bewusstseinsinhalt. Dieses Verhältnis, das in der klassischen Philosophie Seele und Leib hieß, ist nur dann historisch und nicht ontologisierend zu bestimmen oder anthropologisierend, nicht als allgemein menschliches, wenn es im Horizont einer möglichen gesellschaftlichen Versöhnung geschieht. Einer Versöhnung, die gerade ergreifen soll, was der Synthese sich verweigert, nämlich der Leib selber. Die ästhetische Erfahrung, aus der Adorno schöpft, insbesondere auch in seinen Arbeiten zur Musik und zur Literatur. Diese ästhetische Erfahrung beginnt dort, wo beides zugleich akzentuiert wird. Einerseits die mögliche Versöhnung und andererseits die Notwendigkeit der Verweigerung, den Leib sozusagen einfach als die Basis zu begreifen des Bewusstseins. Einerseits also die gesellschaftliche Versöhnung und andererseits soll die Versöhnung nicht eine Verschmelzung von Seele und Leib bedeuten. Man könnte auch sagen, es geht im Grunde um eine Versöhnung in der Entgegensetzung. Nun, bei Adorno waren es zunächst eigenste ästhetische Erfahrungen, die ihn zu dieser Philosophie geführt haben. Und er konnte diese Erfahrungen sammeln als Schüler Alban Bergs in Wien. Da hat er ja Komposition studiert bei Alban Berg, der seinerseits ja Schüler von Arnold Schönberg war. Und andererseits hat er seine darstellerische Kunst als Pianist weiter geschult bei Eduard Steuermann. Das war der wichtigste Pianist des Schönberg-Kreises. Und wenn man sich anhört, ansieht, was er rückblickend darüber geschrieben hat, über diesen Unterricht bei Berg und Steuermann, dann spürt man schon sozusagen die Bestimmungen von Erfahrung, die dann später in seiner Philosophie virulent geworden sind. Bei Alban Berg, den er übrigens als den Meister des kleinsten Übergangs bezeichnet, bei Alban Berg hebt er die Fähigkeit hervor zur sinnvoll musiksprachlichen Durchorganisation und dies sei nichts anderes als Bergs ins Äußerste gesteigerte subjektive Sensibilität und Differenziertheit. Im Unterricht habe Berg größtes Augenmerk auf die Vielheit voneinander unterschiedener Gestalten auch auf engsten Raum gelegt, freilich dann stets willens, sie miteinander zu vermitteln. Und das spezifische Moment von Eduard Steuermanns Darstellungskunst, wie in der Schönberg-Schule insgesamt, das resultierte für Adorno in der Erkenntnis, ich zitiere, dass von der tragenden Analyse nicht Reduktion auf ein mehr oder minder allgemeines, aus den Kategorien der Tonalität abzuleitendes zu fordern sei, im Gegenteil. Ein Akzidenz werde zum Wesentlichen, wie wenig auch die Konkretion von dem umfassenderen musikalischen Idiom sich äußerlich abtrennen ließe. Also auch hier der Gegensatz zwischen Einzelnem und Allgemeinen wäre nach keiner Seite hin aufzulösen. Nur dann bewähren sich moderne Kunst wie kritische Theorie angesichts einer noch immer unversöhnten Gesellschaft,
Das ist, denke ich, die Erkenntnis, die Adorno sich nicht zuletzt durch die Wiener Schule ganz zu eigen machen konnte. Und es war diese Affinität, diese früh schon entwickelte Affinität zur Wiener Schule und den von ihr aufgeworfenen Fragen im Ästhetischen, die Adorno als Philosophen und Soziologen dann größte Sensibilität und Differenziertheit in der Darstellung, in der philosophischen Darstellung, in der essayistischen Darstellung suchen ließ, um nur ja das Individuierte im Kleinsten nicht zu übergehen, nicht die kleinsten Übergänge, es womöglich einer Abstraktion zu opfern und dennoch aber nicht den Begriff des Ganzen einfach preiszugeben zugunsten einer Vielheit, nicht einer unzusammenhängenden Vielheit. Und ich denke, das war auch die Voraussetzung, dass er einerseits der politischen Idolatrie des Kollektivs widersprechen musste, wie sie im Marxismus gepflegt wurde, also diese Verherrlichung des Kollektivs. Und andererseits war er etwa auch imstande, Kompositionen wie das Sacre du Printemps von Stravinsky, von dem jetzt so viel die Rede ist, anlässlich des 100. Geburtstags dieses Werks, mit den Methoden von Schönbergs Kompositionen zu kritisieren. Aber das nur nebenbei. Als Philosoph, der er ja dann doch schließlich geworden ist, kurz nach seiner Lehre bei Alban Berg in Wien, hat er ja dann seine Habilitation in Frankfurt geschrieben. Als Philosoph beginnt er mit der Auseinandersetzung mit dem dänischen Philosophen Søren Kierkegaard. Und da möchte ich nun das Augenmerk hinlenken auf diese frühe Auseinandersetzung mit Kierkegaard. Denn Kierkegaard war ja der Philosoph, der die gescheiterte Synthese vom einzelmenschlichen Bewusstsein aus als erster und am genauesten protokolliert hat, natürlich in der berühmten Hegelkritik, die sozusagen den Ausgangspunkt von Kierkegaards Philosophie bildet. Kierkegaard gehöre, sagt Adorno, mit wenigen Denkern seiner Epoche wie Edgar Allan Poe, Tocqueville und Baudelaire zu denen, die etwas von den wahrhaft chthonischen, also unterirdischen Veränderungen verspürt haben, die zu Beginn des Hochkapitalismus mit den Menschen selber, mit menschlichen Verhaltensweisen und mit der inneren Zusammensetzung menschlicher Erfahrung sich zugetragen haben. Nicht zufällig taucht hier bereits der Erfahrungsbegriff auf. Dieser wird für Adorno so wichtig in der Beschäftigung mit Kierkegaard, in der Kritik der kierkegaardschen Philosophie. Aber diese historisch wie auch immer fassbaren Veränderungen, von denen Adorno hier spricht, legen zugleich etwas von dem frei, was über die Epoche hinausreicht und doch nicht anthropologisierend im Sinne eines allgemeinen Wesens des Menschen gefasst werden darf. Was Adorno Kierkegaard verdankte, war die Einsicht, dass etwas an der vom Idealismus, vor allem von Hegel, behaupteten Einheit von Allgemeinem und Einzelnem als Wahrheitsbegriff nicht stimmen kann, dass die Vergegenständlichung der Philosophie zum System sogar zu bekämpfen ist, so wird gerade sie, die Vergegenständlichung zum System, das Denken von der Erfahrung des Einzelnen losreißt, ihn, den Einzelnen, zum bloßen Moment herabsetzend, Wahrheit aber eben nur darin liegen könne, überhaupt ein anderes Verhältnis zu dieser Erfahrung gesellschaftlich hervorzubringen. Und hier wäre auch etwas zu dem Wahrheitsbegriff zu sagen, wie ihn Adorno in der Kritik an Hegel entwickelt, indem er sozusagen auch etwas festhält des hegelschen Wahrheitsbegriffs, kann er diesen Wahrheitsbegriff gegen den Positivismus richten. Es handelt sich ja bei der Wahrheit im Sinne von Adorno ja nicht um eine rein gedankliche Übereinstimmung von Begriff und Sache, Begriff und Wirklichkeit, sondern Wahrheit zielt immer auf einen gesellschaftlichen Zustand, den es noch gar nicht gibt, der erst herzustellen wäre, einen Zustand, in dem Einzelnes und Allgemeines, in dem der Einzelne, das einzelne Individuum und die Gesellschaft als Allgemeines nicht erst durch Zwang zueinander ins Verhältnis gesetzt werden. Und diesen Zwang sichtbar zu machen an der hegelischen Philosophie, nicht, das kann man bei Kierkegaard verfolgen, das hat Adorno auch bei Kierkegaard gelernt.
dass hinter dieser Einheit von Einzelnen und Ganzen, wie es vom Hegelschen Geist behauptet wird, dass hinter dieser Einheit letztlich doch Zwang steckt. So schien Adorno auch Kierkegaards Frage nach der Wahrheit dort am zwingendsten, wo, ich zitiere jetzt aus dem Kierkegaard-Buch von Adorno, das ist 1933 erschienen, es war im Grunde die Umarbeitung seiner Habilitation, die er Ende der 30er Jahre fertiggestellt hat. So schien Adorno auch Kierkegaards Frage am zwingendsten dort, wo sie ohne dogmatische Thesis und ohne spekulative Antithesis ans Dasein gerichtet wird, wie es den Umkreis von Kierkegaards philosophischer Erfahrung umschreibt, an die einzelmenschliche Existenz. Also hier taucht einerseits bereits der Erfahrungsbegriff auf, andererseits auch bereits der des einzelmenschlichen Bewusstseins in Gestalt der einzelmenschlichen Existenz. Und es ist im Besonderen erstaunlich, hier zu beobachten, wie Adorno im Zuge der Deutung dieses philosophischen Werks des dänischen Philosophen im Grunde schon etwas von Sartres Existenzialphilosophie vorweggenommen hat. Interessant ist das auch deshalb, weil man diese Auseinandersetzung mit Kierkegaard ja auch als indirekte Kritik an der mehr oder weniger indirekte Kritik an der Heideggerschen Ontologie lesen muss. Also dieser emphatische Bezug, bei aller Kritik doch emphatische Bezug auf Kierkegaard, der richtet sich natürlich gegen die damals so im Schwunge befindliche Heideggersche Philosophie als die wirkungsvollste Ausprägung der deutschen Ideologie innerhalb des philosophischen Denkens. Bei Kierkegaard heißt es in Adornos Buch, bei Kierkegaard will nicht Dasein verstanden werden als eine Weise von Sein, wäre es auch eine, die sich selbst erschlossen ist, da ist schon die Anspielung auf Heidegger herauszuhören. Kierkegaard geht es nicht um eine Fundamentalontologie, und das ist jetzt ein direkter Verweis auf Heidegger, eine Fundamentalontologie, die in der existenziellen Analytik des Daseins gesucht werden muss. Die Frage nach dem Sinn von Dasein ist Kierkegaard nicht die, was Dasein eigentlich sei. Also hier hat man schon diese Kritik am Jargon der Eigentlichkeit. Im Jahr 1933, das ist nicht die Frage Kierkegaards, das ist die Frage Heideggers und des von ihm verkündeten Seins zum Tode. Kierkegaard hat einen ganz anderen Begriff von der Existenz. Vielmehr ist die Kierkegaardsche Frage nämlich die, was dem Dasein sinnleer für sich selber einen Sinn geben kann. Nicht das Sein des Seienden, wie bei Heidegger. Die Ideen sind der Gegenstand von Kierkegaards Philosophie. Die Ideen, wie sie in der Bewegung des Daseins aufsteigen, ohne in diesem zu verbleiben. Durch Sinn legt sich nicht Dasein selber aus, es scheidet sich vom Sinnlosen, von Kontingenz. Man denkt, welche große Rolle dann der Begriff der Kontingenz bei Sartre spielt, dann wird man vielleicht verstehen, warum ich davon spreche, dass hier bereits etwas in der Auseinandersetzung mit Kierkegaard etwas vorweggenommen wird, der späteren Auseinandersetzung mit Sartre. So antizipiert aber, wie gesagt, auch Adornos Kritik an Kierkegaard seine eigene spätere Kritik an Sartre. Damit der Kontingenz nicht der Sinn verloren gehe, werde nämlich der konkrete Einzelmensch bei Kierkegaard einer Prozedur unterworfen, die ihm zwar als Idee konkreten Sinn bewahre, also Kierkegaard geht ja immer vom konkreten Einzelmenschen aus und kritisiert von da aus die Synthese des Hegelschen Geistes, aber dieser konkrete Einzelmensch werde selber abstrakt dabei, durch diese Prozedur werde er selber abstrakt und die ontologischen Bestimmungen werden ausgehöhlt, die in ihm von Kierkegaard aufgesucht werden, sei es, dass sie diese Bestimmungen wie die Worte Sinn, Freiheit, Idee der Abstraktion der kantischen Kategorie nichts nachgeben, schreibt Adorno, sei es, dass sie, soweit sie konkret bleiben, eben damit als Bestimmungen bloßer Faktizität von der gleichen Kontingenz ereilt werden, vor welcher die Restriktion in die Inwendigkeit, also die Hinwendung zur Innerlichkeit, schützen sollte. Und das zeichnet die Zweideutigkeit des ontologischen Sinnes bei Kierkegaard genau vor. Ihr Grund ist das abstrakte Selbst. Das heißt, Adorno kritisiert
an der Kierkegaardschen Philosophie vor allem, dass letztlich auch dieser konkrete Einzelmensch zu einem Abstrakten werde, zu einem abstrakten Selbst und damit sich sozusagen die Kritik der Hegelschen Abstraktion oder der kantischen Abstraktion, dass dadurch sozusagen diese Kritik des falschen Abstrakten ins Leere geht. Und darum kann Adorno später schreiben, in einem späteren Text über Kierkegaard aus den 60er Jahren, Kierkegaards Einzelner sei so wenig das Wahre wie das Hegelsche Ganze. Gegen das absolute für anderes Sein der wahren Welt, wie das Marx analysiert hat, gegen das absolute für anderes Sein ist das absolute für sich Sein des Kierkegaardschen Einzelnen zwar ersonnen, in seiner verkehrten Gestalt ist dieser Einzelne aber selber der Abstrakte, der Abdruck der verkehrten Gestalt des Ganzen. Wenn man sich Sartre ansieht, dann spricht der Sartre tatsächlich vom L'être bourgeois, von diesem Für-sich-Sein, das hier Adorno als das abstrakte Selbst bei Kierkegaard kritisiert. Sartre spricht von diesem Für-sich-Sein, vom L'être bourgeois. Und vor diesem Hintergrund, vor diesen Zusammenhängen lässt sich vielleicht auch besser verstehen, warum Adorno in den Jahren nach 1945 etwas gereizt auf das Aufsehen reagiert hat, das Sartre mit seiner Philosophie machen konnte. Sartre wurde ja in kürzester Zeit zu einem Star-Philosophen. Es musste Adorno vorkommen, als ob diese Philosophie, noch ehe sie formuliert worden war von Sartre, durch Adornos Kierkegaard-Kritik doch schon widerlegt gewesen sei. Und ein ähnliches Déjà-vu hatte er ja auch unabhängig davon angesichts der sartreschen Theaterstücke, da er doch bereits mit Brechts politischem Theater der 20er und 30er Jahre vertraut war. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum er Brecht und Sartre in dem Essay übers Engagement eng geführt hat. Aber auf das möchte ich jetzt nicht näher eingehen, auf diese Vorwegnahme sozusagen der Kritik an den sartreschen Theaterstücken in der Kritik des Brechtschen Lehrstücktheaters. Bei Kierkegaard ist jedoch schon der Widerspruch zum abstrakten Selbst zu entdecken und da steckt sozusagen auch die Essenz gewissermaßen der Auseinandersetzung mit Kierkegaard in diesem frühen Buch von Adorno. Kierkegaards Einzelner ist nicht nur einfach die verkehrte Gestalt des Ganzen, des falschen Ganzen. Worauf Adorno Wert legt, was er betont, ist, dass diese Gestalt der einzelmenschlichen Existenz doch im Widerspruch zum abstrakten Selbst in bestimmter Weise steht. Und zwar gerade dort, wo der Gedanke sich am weitesten zu entfernen scheint vom konkreten Hier und Jetzt. Und da zitiert Adorno aus seiner Stelle Der Krankheit zum Tode, diesem späten Werk von Kierkegaard, das eigentlich in die religiöse Phase, in die späte religiöse Phase des Philosophen zu zählen wäre. Und zwar geht es da um den jüngsten Tag. Am jüngsten Tag, wie Kierkegaard ihn beschwört, in der Krankheit zum Tode, verschwinde, so Adorno, das Zwielicht von Freiheit und Natur durch die Idee des Gerichts, nicht die der Autonomie menschlichen Geistes, werde sein Begriff des Einzelnen doch errettet. Geht also nicht verloren im abstrakten Selbst. Es bleibt sozusagen dieses Moment des Widerspruchs erhalten. Und da zitiert dann Adorno folgende Stelle aus der Krankheit zum Tode. Ein Gericht bezieht sich per se auf den Einzelnen. Man richtet nicht en masse. Man kann Leute en masse totschlagen, ihnen en masse schmeicheln, kurz auf mancherlei Weise Leute wie Vieh behandeln, aber Leute wie Vieh richten kann man nicht, denn Vieh kann man nicht richten. Ob auch noch so viele gerichtet werden, so wird, wenn das Richten Ernst und Wahrheit enthalten soll, jeder Einzelne gerichtet. Sieh, darum ist Gott der Richter, weil vor ihm keine Menge ist, sondern nur Einzelne. Ja, freilich wären sie gesichert, die Einzelnen, wenn sie erst in der Ewigkeit Einzelne werden wollten, aber sie waren und sind vor Gott beständig Einzelne, sagt Kierkegaard. Im Licht des jüngsten Tages, so heißt es weiter bei Kierkegaard, habe darum die Durchsichtigkeit ihren Ort und ihre Stunde.
Und das begreift Adorno dann letztlich doch als eine Rettung des einzelmenschlichen Bewusstseins vor dem abstrakten Selbst, das nicht fetischisierte Konkrete. Mit einem Wort, Erfahrung ist nur durch die Idee des Gerichts möglich, die zugleich Urteil und Gnade beinhalte. Mit dieser Deutung sucht Adorno sicherzustellen, dass der kantische Tribut ans Abstrakte nicht gezahlt werden muss, der konkrete Einzelmensch keiner Prozedur zu unterwerfen ist, die ihn selber abstrakt macht, sei es als Idee oder als Kontingenz. Nur wäre der jüngste Tag eben nicht in protestantischer Erbauung zu beschwören, wie bei Kierkegaard, sondern am modernen Kunstwerk festzuhalten. Statt wie Kierkegaard zu sagen, die Kategorie der Sünde ist die Kategorie der Einzelheit und deshalb hält Kierkegaard ja mit religiösem Eifer, mit protestantischem Eifer an dieser Kategorie der Sünde fest, weil sie ist die Kategorie, die sozusagen die Einzelheit bewahrt, das Konkrete an der Einzelheit bewahren kann. Statt aber wie Kierkegaard das zu sagen, sagt Adorno, dem die Kategorie der Sünde zu Recht suspekt ist, in der Poesie und Ästhetik gelte die Apriorität des Individuellen über das Ganze. Und dadurch werde sozusagen das Einzelne bewahrt vor der Abstraktheit. Das Buch über Kierkegaard trägt den Untertitel Konstruktion des Ästhetischen und tatsächlich bezeichnet es den Weg von einer solchen Konstruktion des Ästhetischen, wie sie sich bei Kierkegaard finden lässt, zum Ästhetischen sans phrase, nämlich zum Kunstwerk selber, zur Kunstpraxis, zur Praxis von Literatur, Musik und Malerei. Und nur darum, weil Adorno diese Verankerung hat in der praktischen Ästhetik, wenn man so will, in der Kunstpraxis, weil er dieses Konkrete dort bewahrt sieht, nur darum kann er zuletzt über Kierkegaard schreiben, dass dessen Theorie wahr sei gegen Hegel, sofern sie dem Moment des Nicht-Identischen in seinem Begriff nicht aufgehenden größeres Recht verschafft, wahr also gegen Hegel. Weil Adorno Kierkegaard selber, wenn er ihn darstellt, fast zu einem Künstler macht. Zu einem Künstler, der die Entwicklung auch innerhalb der Kunst, wie sie etwa von Brecht vollzogen wurde, revidieren würde. Und hier gibt es dann einen unmittelbaren Bezug zum brechtschen politischen Theater, zum brechtschen Lehrstücktheater. Und das möchte ich zitieren aus dem späteren Aufsatz über Kierkegaard aus den 60er Jahren. Das ist gewissermaßen der Abschluss dieses Essays. Gewissermaßen die letzte Konsequenz, die Adorno da zum Ausdruck bringen möchte, nachdem er das von allen Seiten beleuchtet hat, das Verhältnis von Kierkegaard zu Hegel, wo liegt sozusagen die Wahrheit bei Kierkegaard, indem er das einzelmenschliche Bewusstsein akzentuiert, wo liegt die Wahrheit bei Hegel, weil es hier noch einen Begriff des Ganzen gibt, nicht? Da geht das so immer hin und her in der Argumentation von Adorno und zuletzt heißt es dann aber, sage keiner, Kierkegaards Hass auf das Bestehende sei zu abstrakt. Und da findet dann Adorno in diesem Hass, den Kierkegaard Schriftsteller zum Ausdruck bringen kann, sozusagen das Konkrete wieder. In der bestimmten Negation, und nicht zufällig fällt auch in diesem Zusammenhang der Name von Karl Kraus, in der bestimmten Negation ist Kierkegaard aus der Innerlichkeit herausgetreten. War ihm das Ganze als Totalität und System der absolute Trug, so hat er es mit dem Ganzen aufgenommen, in das er eingespannt war wie alle. Die Kierkegaardsche Kurve ist die umgekehrte des Brechtschen Ja-Sagers, dem das Kollektiv weismachen will, wichtig zu lernen, vor allem sei Einverständnis. Also hier erscheint es dann so am Ende dieses Kierkegaards-Aufsatz von Adorno, als wäre Kierkegaard gewissermaßen ein Gegenspieler des Brechtschen Lehrtheaters, ein Gegenspieler, der sozusagen der Apologie des Kollektivs in der Maßnahme oder im Ja-Sager etwas entgegensetzen kann. Und ich glaube, da wird sehr schön deutlich, dass Adorno sozusagen, um bei Kierkegaard das Wahrheitsmoment festhalten zu können, dass er da direkten Bezug nehmen muss zu einem Schriftsteller wie Brecht, nicht? Um sozusagen diese Sphären der Philosophie und der Literatur ganz eng zusammenzuziehen. Da sieht man also, wie wichtig für Adorno der unmittelbare Bezug auf die schriftstellerische, künstlerische, kompositorische Praxis war in seiner Philosophie. Das gilt ja nicht nur für diese frühen Schriften von Adorno, das gilt natürlich auch noch für die späten. Die Kunstwerke in ihrem Nachvollzug, in der Bereitschaft,
in die Kunstwerke sich zu versenken, die sie ja verlangen, diese Kunstwerke gewähren noch Erfahrung im Zeitalter des Verschwindens von Erfahrung. Sie ermöglichen erst das real abstrakt gewordene Selbst, das in der Existenzphilosophie fetischisiert zu werden droht, als Falsches zu erkennen, ohne darum einfach auf sinnliche Gewissheit, auf das falsche Konkrete zu regredieren. Nicht? Bei Hegel ist ja die sinnliche Gewissheit gewissermaßen sozusagen die unterste Stufe des Geistes, in der Phänomenologie des Geistes. Durch die Kunstwerke, durch die Erfahrung mit der Kunst und durch die Erfahrung, die in den Kunstwerken aufgespeichert ist, gelingt es sozusagen, dieses real abstrakt gewordene Selbst zu kritisieren einerseits und andererseits doch nicht zurückzufallen, zu regredieren auf die bloße sinnliche Gewissheit. Und damit könnte man auch sagen, setzt Adorno die Erfahrung in der Kunst an die Stelle des berühmten Kierkegaardschen Paradoxes, des religiösen Paradoxes, das ja darin besteht, dass man aus der kreatürlichen Unmittelbarkeit des Daseins in die Religion springt. Kierkegaard spricht ja explizit von einem Sprung in die ewige Seligkeit. Und daraus entspringt ja auch bei Kierkegaard letztlich die Abwertung des Ästhetischen überhaupt. Und das Ästhetische wird bei Kierkegaard ja als die Sphäre der Ironie bezeichnet, als die Sphäre des Nicht-Sich-Entscheidens, also auch sozusagen diesem Urteil entgegengesetzt, dem jüngsten Tag gewissermaßen entgegengesetzt. Das Ästhetische ist die Sphäre des Sich-Nicht-Entscheiden-Müssens. Und da ist es eben auch wieder ganz bezeichnend, wie Adorno hier das Wahrheitsmoment festhält und andererseits gegen diesen Sprung in die ewige Seligkeit argumentiert. Er schreibt, als nicht sich entscheiden erscheint bei Kierkegaard die ästhetische Haltung. Angesichts des Sprunges zum Glauben wird das Ästhetische damit aber bei Kierkegaard aus einer Stufe im dialektischen Prozess, das war es noch bei Hegel, nämlich der des Nicht-Entscheidens, deprekativ verwandelt in kreatürliche Unmittelbarkeit schlechthin, als absolutes Widerspiel des Glaubens der ewigen Seligkeit. Und dieser Sprung zum Glauben wird natürlich von Adorno nicht mitgemacht, denn dieser Sprung zum Glauben ist ja letztlich nichts anderes als ein Sprung, der die kreatürliche Unmittelbarkeit im Stich lässt. Nicht? Und da steckt auch der protestantische Kern der Kierkegaardschen Philosophie. Dieser Sprung ist ja angefeuert gewissermaßen vom fanatisch gestimmten Seelenheil des Protestantismus. Das Nicht-Sich-Entscheiden wird darum für Adorno, aber das hält er sozusagen fest im Ästhetischen, das Nicht-Sich-Entscheiden wird bei ihm zum springenden Punkt im Ästhetischen. Adorno will eben das Ästhetische nicht als eine Art Naturschutzpark der Erfahrung verstanden wissen, worin das, was sonst überall zunichte wird, vor jenem abstrakten Selbst gerettet werden kann und im eingezäunten Reservat angestaunt werden könnte. Adorno will keine Autonomie, die im schlechten Sinn metaphysisch wäre und ihre eigenen Voraussetzungen, nämlich den Zustand des Subjekts, dem es an Autonomie gebricht, nicht reflektieren kann. Autonom gelten bei ihm, bei Adorno, die Werke nur dadurch, dass sie den Verlust der Autonomie offenlegen können. Der Entscheidung entsprungen, das Subjekt im Nicht-Sich-Entscheiden zu demaskieren. Ungegängelte Erfahrung, um auf diesen Begriff wieder, auf diese Prägung wieder zurückzukommen, ungegängelte Erfahrung heißt also Erfahrung im Bewusstsein der Gängelung, heißt, dass Erfahrung nur in diesem Bewusstsein nicht vom abstrakten Selbst zurückgenommen werden kann, aber das Vorgängige, die abstrakt-rationalen Beziehungen, erfährt das Bewusstsein in der Frage der Form, die das Kunstwerk bestimmt, in der Art und Weise, wie die Ohnmacht des Individuums evoziert zu werden vermag. Und das ist ja etwas, was bei Kierkegaard überhaupt nicht ins Spiel kommt. Die Formfragen des Ästhetischen, und auf diese Fragen hat ja Adorno in seinen Analysen, in seiner Beschäftigung mit Literatur und Musik gerade sein ganzes Augenmerk gelegt. Diese Fragen der Form zu erhellen, das ermöglicht erst die ästhetische Erfahrung. Es gibt sozusagen keine ästhetische Erfahrung, die nicht auf diese
Fragen der Form des jeweiligen Kunstwerks Bezug nimmt. Wenn bei Kierkegaard durch diesen Sprung zum Glauben das Ästhetische abgetan wird, letztlich als kreatürliche Unmittelbarkeit schlechthin, dann nimmt Adorno eben diese Ausgrenzung zurück in allem, was er geschrieben hat im Grunde, denn die kreatürliche Unmittelbarkeit ist auch in der Kunst, in welcher Form auch immer, anwesend, oder es handelt sich nicht um Kunst. Dass sie für sich selber sprechen kann, gehört zur Erfahrung allen wahrhaft Ästhetischen. Das sich Entscheiden bei Kierkegaard erscheint, wie gesagt, als ein einziger Sprung, der Sprung in den Glauben, in die ewige Seligkeit. Freiheit schrumpft sozusagen auf diesen Punkt, auf diesen Augenblick zusammen, von dem aus der Absprung erfolgt. Und hier wäre dann natürlich auch über die Unterschiede zu Sartres Existenzialphilosophie zu sprechen, wo es ja diesen Sprung in den Glauben nicht mehr gibt. Das ist ein prononcierter Atheismus, den Sartre formuliert. Der Sprung aber erscheint, kehrt wieder in gewisser Weise als Entwurf. Er wird als Entwurf festgehalten und der Punkt des Absprungs wird als Situation gefasst. Wenn man also das Sich-Entscheiden bei Kierkegaard als diesen einen einzigen Sprung begreifen kann, dann kann man umgekehrt in Adornos kritischer Theorie die Erfahrung als Versuch sehen, Freiheit und kreatürliche Unmittelbarkeit zusammenzudenken. Das scheint mir das Geheimnis des Adornoschen Erfahrungsbegriffs zu sein, Freiheit und kreatürliche Unmittelbarkeit zusammendenken. Das Ungegängelte meint sowohl die Freiheit des einzelmenschlichen Bewusstseins gegenüber dem Vorgängigen, als auch die Treue zur kreatürlichen Unmittelbarkeit, zum Leibhaften. So auch wäre der viel zitierte Vorrang des Objekts zu verstehen, von dem Adorno spricht. Dieser Vorrang des Objekts wird gegeben, er setzt damit immer ein Subjekt voraus, ohne dass dieses Subjekt darum schon das Primäre wäre, wie im deutschen Idealismus. Es wird ihm allerdings die Freiheit avant la lettre zugestanden. Adorno selbst spricht ja nur sehr ungern von Freiheit, hat eine gewisse Scheu davor, von Freiheit zu sprechen. Das ist gewissermaßen auch eine Abwehrreaktion angesichts dieses Freiheitsjargons, der ja immer schon gang und gäbe war. Es wird dem Subjekt bei Adorno diese Freiheit avant la lettre zugestanden, dass es den Vorrang dem Objekt geben kann. Wird das Objekt hingegen subjektlos gedacht, und das ist ja die fruchtlose Bemühung, die man überall beobachten kann, in der Philosophie, die sich letztlich gegenüber der kritischen Theorie durchgesetzt hat, nicht zuletzt der Strukturalismus und der Poststrukturalismus, wird das Objekt hingegen subjektlos gedacht, die Freiheit zu ihm nicht unterstellt, ob ausgesprochen oder unausgesprochen, dann ist der Vorrang des Objekts nichts anderes als Ontologie, der Mensch, also ein, um mit Heidegger zu sprechen, der hier wirklich sein Recht hat, der Mensch also ein Hirte des Objekts, wobei dann natürlich auch der Objektbegriff selber sinnlos wird. Indem das Subjekt den Vorrang des Objekts mit Bewusstsein setzt, erfährt es überhaupt erst seine reale Ohnmacht. Das ist überhaupt die Voraussetzung davon, dass es Ohnmacht erfahren kann. Und nur durch diese Erfahrung hindurch vermag das Subjekt seiner mächtig zu bleiben, der Ohnmacht sich nicht positiv hinzugeben wie der heideggersche Hirte. Das ist die einzige Forderung, die nach Adorno ohne Unverschämtheit an jeden Einzelnen gerichtet werden kann. Und nach deren Maßgabe deutet Adorno nicht nur die Musik Mahlers und Schönbergs, sondern auch die Texte Kafkas und Beckets. Adorno schreibt dabei wohlgemerkt nicht, dass der ohnmächtige Einzelne durchs Bewusstsein seiner Ohnmacht doch seiner mächtig würde. Er schreibt, dass er dadurch seiner mächtig bleibe. Das heißt, er setzt tatsächlich eine Freiheit voraus, die es überhaupt erst erlaubt, Ohnmacht zu erfahren. Etwas, das sich selbst als nicht ohnmächtig weiß, ein Potenzial gewissermaßen. Mitunter versucht Adorno, auch dieses Potenzial selbst noch zu historisieren, aus berechtigter Kritik an den anthropologisierenden Tendenzen in der Philosophie. Und da versucht er es abzuleiten aus frühesten Perioden der Menschheitsentwicklung, so heißt es etwa in der negativen Dialektik. Das dämmernde Freiheitsbewusstsein nähere sich von der Erinnerung an den archaischen,
noch von keinem festen Ich gesteuerten Impuls. Je mehr das Ich diesen Impuls zügelte, desto fragwürdiger werde dem Ich die vorzeitliche Freiheit als chaotische. Also da ist eigentlich die Rede von der Ich-Bildung durchaus im Sinne der Psychoanalyse. Und da ist eben auch der Versuch, sozusagen dieses Potenzial zu historisieren, das Potenzial, das als Freiheit bezeichnet werden kann. Doch im Kern zielt die negative Dialektik doch darauf, dass dieses Potenzial als Vorausgesetztes immer auch unter das Bilderverbot fällt. Und da meine ich, dass eine andere Stelle aus der negativen Dialektik am Ende der Auseinandersetzung mit Kant ganz wesentliche Bedeutung haben sollte. Das ist gewissermaßen auch der Versuch, letztlich die kantische Philosophie in ihrem revolutionären Gehalt zu deuten. Es heißt da, der Mangel der kantischen Lehre, und Adorno begreift hier letztlich den Mangel als einen Vorzug, der Mangel der kantischen Lehre, das sich entziehende Abstrakte des intelligiblen Charakters, hat auch etwas von der Wahrheit des Bilderverbots, welches die nachkantische Philosophie Marx inbegriffen auf alle Begriffe vom Positiven ausdehnte. Als Möglichkeit des Subjekts ist der intelligible Charakter wie die Freiheit, da ist dann tatsächlich explizit von Freiheit die Rede, als Möglichkeit des Subjekts ist der intelligible Charakter wie die Freiheit ein Werdendes, kein Seiendes. Als Seiendes, folgt man hier Adorno, ist die Freiheit darum Ideologie, als Werdendes ist sie in der Erfahrung oder sie ist nirgendwo. Als Ideologie ist sie falsches Bewusstsein über die Unterwerfung des Individuums unter das Kapitalverhältnis. Die falsche Unterwerfung, die darin als Autonomie imaginiert wird und täuscht im selben Maß darüber hinweg, dass dieses Individuum zugleich in jedem Akt seiner Reproduktion zu innerster Natur angehört, über die es sich erhaben dünkt. Das ist die Dialektik der Aufklärung sozusagen, die da ins Spiel kommt. Als Erfahrung ist Freiheit jedoch das Vermögen, sich dieses unauflöslichen Zusammenhangs mit der Natur bewusst zu werden und gerade dadurch seine Ohnmacht als gesellschaftliches Wesen zu erfassen. Die Freiheit, seine Ohnmacht in der Gesellschaft zu erfahren, hat das Bewusstsein zur Bedingung, dass ich als Individuum nur durch Selbstzerstörung jene kreatürliche Unmittelbarkeit loswerde, also frei werden kann, ganz im Sinne der Ideologie von Freiheit, die aber verdrängt, worauf sie beruht. Das ist ja der Zug der Zeit, würde ich sagen, der ideologische Zug der Zeit, die Verdrängung der Gewalt, die verdrängt, worauf sie beruht, die Ideologie der Freiheit, nämlich auf der Tötbarkeit des Individuums. Letztlich also darauf, dass Gewalt die Einheit von Einzelnen und Ganzen besiegelt. Mögen noch so viele Vermittlungsstufen geschaffen werden in der modernen Gesellschaft, letztlich ist es doch die Frage der Tötbarkeit des Individuums, die alles zusammenhält. Aber es gibt da auch natürlich noch eine harmlosere Variante dieser falschen Einheit, das ist die Kulturindustrie, die ja auch so etwas wie die Ideologie der Freiheit verbreitet und die Entwertung der kreatürlichen Unmittelbarkeit betreibt, in Gestalt der Kulturindustrie, nicht umsonst zentraler Gegenstand der kritischen Theorie, vor allem auch Adornos. In Gestalt der Kulturindustrie wird die ganze Gesellschaft davon durchdrungen. Und da ergibt sich eben ganz deutlich der Gegensatz zwischen ästhetischer Praxis, bei der es auf die Frage der Form ankommt, und der Kulturindustrie, die sozusagen die Fragen der Form auf das Medium reduziert, weil dieses Medium zwar etwas vermittelt, aber die Vermittlung selbst ausblendet, anders als in der ästhetischen Formgebung. Wenn das geschieht, dann erhält der Konsument unwillkürlich das Gefühl, wie ein Gott überall und unmittelbar dabei zu sein und an jedem Schaden, der dem Individuum zugefügt wird, im Komischen wie im Tragischen sich erbauen und erheitern zu können. Das ist gewissermaßen das Gesetz der Kulturindustrie. Es lautet, durch die vorgespiegelte Erfahrung totaler Macht, die der Konsument da erfährt, mit seiner Ohnmacht sich abfinden. Der wahre Begriff von Freiheit, wie ihn kritische Theorie formuliert, verbirgt sich demnach in dem Begriff der Erfahrung. Er verbirgt sich, damit er weder der Ontologie noch der Kulturindustrie zum Opfer fällt,
und auch nicht eben der Ideologie der Freiheit, damit nicht vom Leibhaften abstrahiert werde. Und Adorno spricht darum über Freiheit gerne auch als einem Impuls, als Spontanität. Philosophisch ausformuliert müsste es aber bedeuten, wenn Adorno von Freiheit als einem Impuls spricht, dass auch hier der Begriff mit der Sache nicht identisch ist. Philosophisch ausformuliert müsste es nämlich heißen, ein Zustand soll möglich sein, in dem Freiheit nicht mehr gegen den physischen Impuls behauptet werden muss, in dem Freiheit fürs Individuum nicht mehr Leiden und Tod beinhaltet. Und damit möchte ich schließen. Eigentlich wollte ich jetzt noch was über Sartre sagen, über Missverständnisse angesichts des sartreschen Engagementbegriffs und Sartres Verständnis von Ästhetik, von ästhetischer Erfahrung und das gewissermaßen umgekehrt, in einem umgekehrten Verhältnis zu Adorno, sich bei Sartre ästhetische Erfahrung im Begriff der Freiheit verbirgt. Aber das würde jetzt doch zu lange dauern und vielleicht kann man das auch in der Diskussion noch einbringen. Danke.